Theo Kelz, Franz Stelzel. Sie werden mit einer Weltumrundung starten, die etwas außergewöhnlich ist. Was ist denn das Besondere an Ihrer Weltumrundung? Ja, an unserer Weltumrundung ist natürlich eines ganz ein besonderes Anliegen, dass erst einmal, dass wir gemeinsam fahren, der Franz Stelzel und ich, und zweitens, dass wir eben die Botschaft verbreiten und dann in weiterer Folge natürlich auch für Helping Hands und gegen den Hunger der Welt fahren und eben Unterschriften einfordern von den Leuten, die eben die Petition der Vereinten Nationen unterzeichnen sollen, um eben die Priorität des Hungers, so wie er derzeit ist, entsprechend zu bekämpfen. Herr Stelzel, Sie wollen mehr wie 250 Kilometer am Tag schaffen, dann eben auch noch Vorträge halten auf Englisch und Spanisch. Haben Sie sich das nicht etwas viel vorgenommen? Ja, also das Ziel ist sehr hoch, ganz, ganz richtig, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber es muss auch aus unserer Sicht eine echte Herausforderung sein, damit diese Botschaft auch wirklich gut transportiert wird. Einerseits ist schon das Motorradreisen so die Leidenschaft, die uns beide verbindet, aber an erster Stelle steht immer unsere Aktion, diese ungerechte Welternährungskrise endlich zu beendigen. Die Reise ist eine Chance, die Länder zu verbinden. Und durch die Verbindung von Nord-Süd, von Reich und Arm und von Mangel und Überfluss, dieses gebündelt dann auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Weil wir fördern einerseits ganz wichtig die Petition der Vereinten Nationen, also der Welternährungsorganisation, bringen aber ganz klare Lösungen mit. Das geht über den Weltagrarbericht. Der Weltagrarbericht zeigt 10 ganz klare Herausforderungen und Lösungen für die Zukunft der Landwirtschaft heraus, weil tatsächlich in Kalorien könnten wir jetzt schon über 10 Milliarden Menschen ernähren. Tatsache ist, wir haben 7 Milliarden Menschen zurzeit und davon hungert eine Milliarde permanent und 1,6 Milliarden haben Übergewicht, also richtig Fettleibigkeit, krankmachendes Übergewicht. Der Name der Organisation Helping Hands hat auch für Sie, Herr Kelz, eine besondere Bedeutung. Schließlich haben Sie als Opfer von Herrn Fuchs beide Hände verloren, die ihn dann vor 13 Jahren wieder durch eine besonders herausragende Operation wieder zurückgegeben werden konnten. Ist da auch ein besonderes Bedürfnis damit verbunden, aus Ihrer Sicht, nach der Operation wieder etwas damit tun zu können? Ja, wie gesagt, es ist natürlich so, meine neuen Hände, so wie ich sie damals vor 8 beziehungsweise vor 13 Jahren wieder bekommen habe an der Innsbrucker Universitätsklinik und dass dieses erfolgreich abgeschlossen werden konnte und dass man wieder mit dem Motorrad fahren kann, ist natürlich für mich ein Bedürfnis, gemeinsam mit meinem Freund Franz Stelzel mit meinen neuen Händen hinauszufahren in die Welt, für die oder gegen die Welternährungskrise Gas zu geben und dort wirklich Sachen zu erledigen und die Leute und die Bevölkerung aufmerksam zu machen, was eigentlich unser vordergründigstes Anliegen ist, die Bekämpfung des Hungers mit allen Mitteln zu forcieren und dass wir die Leute ersuchen, diese Petition der Vereinten Nationen entsprechend zu unterschreiben.